Ja, also ich bin Max, ich arbeite bei Data Artisans, wie Alexander schon gesagt hat. Ich bin Committer beim Apache Flink-Projekt, das so viel bedeutet, dass ich eben ganz nah mit der Community zusammenarbeite und eben auch direkt am Projekt Code verändere. Und natürlich würde ich gerne viel mehr Zeit haben und heute komplett von vorne bis hinten erklären, was Apache Flink ist. Aber dafür haben wir leider nicht genug Zeit. Deswegen habe ich halt so grob fünf Themenbereiche, die ich heute behandeln will. Also zunächst einmal, da ja nicht alle vertraut sind mit Apache Flink, eine ganz grobe Einführung, was kann man mit Apache Flink überhaupt machen. Dann, wie sieht es aus, wenn man mit Apache Flink ein Programm schreiben will, mit dem man große Daten analysiert? Und dann möchte ich nach dieser allgemeinen Einführung noch auf die Fault Tolerance im Streaming zu sprechen kommen, weil das ein relativ neues Feature ist, was jetzt auch in Produktion eingesetzt werden kann. Und dann schließlich möchte ich noch auf die Batch-Processing-Features und auf die Iterationen eingehen, die in Flink nativ unterstützt werden. Also, mal ganz, ganz verkürzt, was ist Apache Flink eigentlich? Entschuldigung, meine Folien sind leider auf Englisch, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Also, im Kern von Apache Flink ist so ein sogenannter Stream-Prozessor. Das bedeutet, dass wenn man in einer API oder mit einer Library ein Programm schreibt und das auf Flink ausgeführt wird, dann wird im Kern immer ein sogenannter Dataflow-Graph erzeugt, der Operatoren enthält und die Flüsse für die Daten zwischen Operatoren regelt. Und das ist im Kern von Apache Flink und alles baut sozusagen darauf auf. Und das erscheint dann vielleicht erstmal nicht so logisch, aber man kann damit extrem verschiedene Use Cases abbilden, ohne dass man sich damit großartig einschränken muss. Also es ist eben ein riesen Framework und was die Use Cases angeht, haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Sachen, die auf Flink nativ unterstützt werden. Da sind zum einen die Streaming Topologies, Stream Processing, was natürlich von einem Stream Processor gut unterstützt wird. Dann haben wir die klassischen ETL Batch Jobs, die wir ausführen können. Dafür haben wir auch eine spezielle Optimierung eingebaut. Aber wir haben auch Libraries, die Machine Learning oder Graph Processing auf Flink ausführen können. Ja, und da fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass Flink das alles kann so? Um das zu sehen, können wir uns jetzt erstmal anschauen, wie man es sozusagen falsch machen könnte oder wie es historisch sich entwickelt hat, als wir nur Hadoop hatten, da haben Leute Frameworks gebaut, zum Beispiel Cascading ist eins davon, die absolut valide sind und gut funktionieren, die allerdings sozusagen ein Wrapper um Hadoop sind. Das heißt, anstatt nativ in Hadoop Iterationen zu unterstützen, sind Iterationen quasi nachträglich eingebaut worden. Dadurch, dass man sozusagen so einen For-Loop hat, also eine Schleife, wo dann in jeder Iteration ein neuer Hadoop-Job losgeschickt wird. Und zwischen jeder Iteration werden dann die Daten entweder auf Disk geschrieben oder auch in Memory behalten, aber trotzdem bleibt immer dieser Overhead eines zusätzlichen Jobs für jede Iteration. Das ist sozusagen hauptsächlich im Batch-Fall. Im Streaming gibt es auch noch so historisch gewachsene Design-Patterns, wo man zum Beispiel sagt, okay, ein Stream ist ja eigentlich nichts anderes als ein Batch-Job, aber ganz viele kleine Batch-Jobs, auch Mini-Batches genannt,
Das heißt, wenn wir so einen Stream eben ganz viele kleine Jobs unterteilen, haben wir den haben wir quasi eine Art Stream Processing erreicht. Das hat auch das funktioniert auch, aber hat so gewisse Nachteile, was Latency und Windowing angeht. Und deswegen hat man versucht, in Flink zu sagen, von vornherein alles als Streams zu behandeln. Und innerhalb dieser Data Flows, wo die Daten so durchgestreamt werden, auch Zyklen zuzulassen. Also nativ können die Daten eben wieder zurückgeleitet werden an einen vorherigen Operator. Außerdem ist so ein Operator nicht zustandslos, sondern kann neben einer Berechnung, die durchgeführt wird, auch noch einen Zustand haben. Das bedeutet zum Beispiel jetzt im Falle von Machine Learning bei Amazon, dass in so einem Operator dann ein State noch gemanagt wird, wo dann zum Beispiel ein Modell fürs Machine Learning immer geupdatet wird. Und außerdem gibt es ein Managed Memory Support in Flink. Das bedeutet, dass bestimmte Operationen nicht ganz normal auf dem Java Heap ausgeführt werden, sondern wir einen gewissen Teil des Speichers reservieren und besonders effizient selber den Speicher verwalten, was uns einen ziemlichen Performance-Vorteil im Vergleich zu anderen Systemen gibt. Da spreche ich später noch mal mehr drüber. Allgemein haben wir auch fürs Batch-Processing, das war früher eher ein Fokus, haben wir sehr viel Optimierung, haben zum Beispiel so einen Optimizer, der versucht, die Batch-Jobs, also eine möglichst effiziente Ausführungsstrategie für Batch-Jobs zur Laufzeit herauszufinden. Ja, und das ist sozusagen der komplette Software-Stack von Apache Flink. Wir haben hier im Kern, wie ich sagte, diese Dataflow Runtime. Dann haben wir zwei APIs auf dieser Runtime. Die eine Dataset für Batch Processing und die Datastream für Stream Processing. Wir haben Java, Scala, Python für Batch und für den Stream-Bereich haben wir auch Java und Scala, ist jetzt hier irgendwie nicht drauf. Und auf diesen APIs haben wir diverse Libraries. Das ist zum einen einmal, das ist interessant für Leute, die schon Hadoop benutzen, ein Hadoop Compatibility Layer für MapReduce, zum Beispiel um die Datentypen wiederzuverwenden oder existierende MapReducer-Klassen, aber auch natürlich für das ganze Hadoop-Ökosystem, also HDFS ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Aber auch haben wir hier unten als Ausführungs-Engine auch Yarn, wenn man einen Yarn-Cluster hat und dort Flink-Jobs ausführen möchte. Dann haben wir so eine Art SQL-ähnliche Sprache, die wir Table-API nennen. Die ist eben sehr eng verzahnt mit der Dataset-API, macht es aber leichter, Programme zu schreiben, also mit weniger Code, ein bisschen SQL-ähnlicher. Dann haben wir hier die erwähnte Graph-Processing-Library, die heißt Jelly, und eine ML-Library, ähnlich wie andere ML-Libraries, die es gibt. Außerdem diese graue Kästchen, das sind die sind nicht direkt Teil von Apache Flink, aber die sind auch verfügbar Open Source. Hier haben wir eine Unterstützung für Google Cloud Dataflow. Ich weiß nicht, ob alle Google Cloud Dataflow kennen. Das ist sozusagen Googles Apache Flink auf deren eigenen Infrastruktur mit einer eigenen API-Sprache. Da haben wir zusammengearbeitet mit Google und haben sozusagen eine Kompatibilität geschaffen. Das heißt, Google Cloud Dataflow Programme können auch auf Apache Flink ausgeführt werden. Und dann gibt es MRQL, das ist eine SQL Querying Language und jetzt gerade neu Cascading, Cascading Hadoop Jobs hat, kann die mit Flink ausführen
Und dann haben wir Zeppelin, das ist eine Visualisierungs-, Data Scientist-Software. Und für den Streaming-Bereich haben wir eben auch die Table API, dann Unterstützung für Machine Learning mit Samoa, Streaming Machine Learning, und demnächst auch Dataflow und Storm Compatibility ist auch so gut wie fertig. Ja, das ist eine Menge. Jetzt habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass man Flink-Programm natürlich sowohl lokal als auch im Cluster, also in einem dedizierten Flink-Cluster ausführen kann, aber auch mit Yarn oder auf TAS. Also ist da recht flexibel, was die Ausführung dann letztendlich angeht. Gibt es Fragen bis hierhin? Okay, dann würde ich gerne ein bisschen noch auf die Geschichte von Flink eingehen, weil für viele Leute Flink so aus dem Nichts kam und jetzt auf einmal da ist, aber so war das gar nicht, weil schon 2010 an der TU Berlin gab es das sogenannte Stratosphere-Projekt, wo halt zum ersten Mal an Ideen gearbeitet wurde, die jetzt in Apache Flink fester Bestandteil sind, zum Beispiel dieses Pipelining, die Streaming-Technologie im Kern. Und es hat allerdings ein bisschen gedauert, wie das ist, wenn das so ein Forschungsprojekt ist, bis sozusagen das daraus so ein Produkt wurde oder die es auch für den Endbenutzer möglichst einfach zu benutzen war. Nämlich im April 2014 wurde Apache Flink in den Apache Incubator aufgenommen. Apache Incubator, das ist so von der Apache Software Foundation so eine Phase, in der man zuerst ist, wenn man ein Top-Level-Apache-Projekt werden möchte, also bevor man sich Apache nennen kann. Da wurde dann Stratosphere, hieß damals Flink noch, ein Incubator-Projekt. Und damals war eben das noch alles sehr, sehr simpel, eben noch mit dem Kern, aber eine recht einfache API und auch kein Streaming-Support und auch nur wenige Ausführungsmodi. Dann kam auch letztendlich Data Artisans und die Community hat sich immer mehr vergrößert. Das sieht man hier an den Releases, die immer schneller kommen. Und hier dann im Dezember 2015 gab es die Dezember 2014 muss es natürlich sein, gab es die Graduation, also seitdem ist Flink ein Top-Level-Projekt und das sieht man auch hier, wie viel sich in der Zeit dazwischen getan hat. Wir haben jetzt Flink 091 und sehr bald schon 010 und vielleicht dieses Jahr auch noch Version 1.0. Ja, und das ist ein kleiner Graph, um zu zeigen, wie aktiv das Projekt eigentlich geworden ist. Es ist mittlerweile das Top 5 Apache Big Data Project und wir haben mittlerweile, das ist schon wieder noch nicht ganz aktuell, nicht mal, mittlerweile haben wir über 160 Unique Contributors. Okay. Ja, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, wie man Anwendungen in Apache Flink schreibt und sie letztendlich dann auch ausgeführt werden. Ja, also wir werden heute nicht im Detail auf die Libraries eingehen, aber ich würde kurz ein paar Beispiele für die Dataset und die DataStream API zeigen. Was ist das grundlegende Konzept, wenn man Anwendungen in Flink schreibt? Das ist eigentlich sehr simpel. Man definiert zunächst einmal, egal ob man in der DataStream oder in der Dataset API ist, eine Source. Das kann eine Datei sein, das kann das Lesen von der Datenbank sein oder ja auch auf ein verteilt liegendes Dateisystem. Dann erhält man sozusagen ein DataStream, das ist so ein, oder Dataset, das ist ein abstraktes Konzept für die Daten, die man letztendlich lädt, parallel. Und dann definiert man Operationen. Und diese Operationen, wenn die ausgeführt werden, erzeugen immer wieder ein Dataset oder das Datastream. Und letztendlich definiert man Syncs, das ist sozusagen der Output bei uns. Das ist
kann dann auch wieder eine Datenbank sein oder ein verteiltes Dateisystem oder Kafka, Message Queuing System. Genau. Also es ist recht simpel. Wenn man sich das jetzt mal in Scala anschaut, Scala ist so schön kompakt, deswegen kann man das alles auf eine Folie machen. Also hier haben wir zwei Programme. Das sind Flink-Programme, die vollständig sind. Einmal Dataset, also Batch, und Datastream für Stream Processing. Man sieht schon, dass die sich sehr ähnlich sehen. Also das ist dieses typische Word-Count-Example. Wahrscheinlich kennen es schon viele hier. Also wir haben wir können Flink nicht nur mit Tupeln benutzen, sondern auch Klassen zum Beispiel als Records. Und das ist genauso effizient bei uns. Wir haben hier zum Beispiel eine Word-Klasse mit einem Wort als String und der Häufigkeit eines Wortes. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir laden ein Dataset vom Typ String von der Datei. Das nennen wir Lines. Und env ist sozusagen unser Environment. Das ist jetzt hier nicht drauf, aber das erzeugen wir einmal am Anfang von jedem Flink-Programm. Und dann führen wir hier zum Beispiel eine Flatmail-Operation durch, wo wir diese Lines dann also nach Wörtern aufsplitten und für jedes Wort dann diese Word-Klasse mit der Häufigkeit 1 ausgeben. Und letztendlich gruppieren wir dann nach den Wörtern. Also hier ist Word, ist hier dieses Feld Word. Das ist sozusagen ein ganz nettes syntaktischer Zucker in der API. Und dann summieren wir die Häufigkeiten aus. Also ja, typisches Word-Count. Im Streaming im Grunde genauso, bloß haben wir hier halt eben noch diese Window-Semantics. Also wir haben die Möglichkeit eben zu sagen, summier mir nicht insgesamt alle Wörter auf, sondern und kopiere sie nach identischen Wörtern, sondern mach mir ein Window auf, das bedeutet, alle 5 Sekunden mach mir eine summier mir alle 5 Sekunden in einem Window die Wörter auf und mach das bitte alle 1 Sekunde. Also jede Sekunde kommt ein neues 5-Sekunden-Window. So ein Beispiel. Okay, und wenn man dieses Programm in der API geschrieben hat, dann gibt es sozusagen, was wir nennen, die Pre-Flight-Phase. Oder auch im klassischen Client-Master-Worker-Modell ist es der Client. Dort werden die Typen extrahiert und die Optimierung vorgenommen. Dann wird so ein Data-Flow-Graph generiert. Das muss man nicht wissen, aber das ist ganz interessant, um zu verstehen, wie Flink dann die Programme ausführt. Dann wird dieser Data-Flow-Graph eben vom Client dem Master übergeben. Dort übernimmt dann der Job Manager, also der Master, so nennen wir das, das Scheduling der einzelnen Operatoren, die hier in dem Dataflow Graph definiert sind. Und die Task Managers, das sind bei uns die Workers, die führen dann letztendlich die eigentlichen Berechnungen aus und reporten nur dem Master sozusagen, wenn sie fertig sind oder wenn ein Fehler auftritt. Und der Master kümmert sich um die ganze Koordinierung. Das Schöne an diesem Konzept ist, dass wenn man einmal in der API dieses Programm geschrieben hat, dann kann man das eben wenn man den Parallelismus setzt, die Nebenläufigkeit beliebig erhöhen. Also und Flink kann auch auf einer Maschine recht effizient, Bernd hat das heute erwähnt, ich weiß nicht, ob er hier ist, heute Morgen, auch auf einer Maschine kann Flink sehr effizient Programme ausführen, aber eben dann auch nebenläufig in einem Cluster, wie man das aus Hadoop kennt. Und natürlich können wir nicht nur Word-Count-Examples ausführen, sondern auch sehr komplizierte Datenflüsse. Das ist zum Beispiel so ein echter Datenfluss, das ist leider sehr unscharf, aber dieser Job ist wirklich gelaufen. Und es gibt dazu auch auf dem Data Artisans Blog einen Blogpost. Das sollte man sich angucken, wenn es einen näher interessiert.
Fragen bis hierher? Okay, dann möchte ich als nächstes ein bisschen über die Fault Tolerance im Streaming sprechen. Wenn wir so eine Streaming-Topology haben, wie sie ursprünglich normalerweise heutzutage so eingesetzt wird, dann hat man sozusagen meistens diese drei Phasen: das Gathering, man hat einen Broker und man führt eine Analyse durch. Und das Gathering, das sind meistens Daten, die reinkommen, Aktienströme oder Sensoren oder eben Logs, Transaktionen im Bankensektor könnte man sich vorstellen. Die gehen dann in Kafka rein. Kafka ist so ein Message-Queuing-System, das eben die Daten vorhält. Und Flink übernimmt dann sozusagen die Analyse und kann auch nicht nur lesen von Kafka, auch wieder zurück in Kafka schreiben. Also wenn man danach zum Beispiel noch ein anderes System einsetzen möchte oder Jobs voneinander trennen möchte. Genau, aber das Problem ist dabei, dass gerade bei langlaufenden Streaming-Topologien können natürlich immer Fehler auftreten in Kafka oder auch von der Input-Seite oder auch in Flink, wenn der Analysecode, der User geschrieben hat, falsch ist zum Beispiel. Und das will man möglichst verhindern. Deswegen gibt es so sogenannte Garantien, die man sich überlegt hat oder die so verbreitet sind. Das ist zum einen at least once und exactly once. Und das bedeutet, dass die ganzen Daten, die durch Flink in dem Fall, durch so eine Analyse-Software gehen, von allen Operatoren im Fall von at least once mindestens einmal gesehen werden. Aber auch doppelt gesehen werden können. Das kann passieren zum Beispiel, wenn man jetzt einen Fehler auftritt und man fängt wieder von vorne an, die Daten zu lesen, zum Beispiel da, wo man aufgehört hat, dann weiß man aber nicht, weil es ja verschiedene Operatoren gibt, an welcher Stelle dieser Operator gerade war. Deswegen kann es sein, dass man Daten doppelt durchschickt durch das System. Und da gibt es sozusagen dann exactly once, was eine strengere Garantie ist. Da sagt man ja einmal, aber auch wirklich höchstens einmal. Und dafür gibt es unterschiedliche Lösungen. Ich wollte heute mal Flinks Lösung vorstellen, weil ich finde, dass sie sehr elegant ist. Und zwar macht Flink das mit so einem Checkpointing-Mechanismus. Das bedeutet, dass Flink sozusagen, wenn man das Checkpointing aktiviert, alle zum Beispiel 10 Sekunden einen Snapshot vom System erzeugt. Das heißt, es ist so ein Abbild, das quasi den ganzen Zustand vom System dann repräsentiert und den man später wieder herstellen kann im Fehlerfall. Wie funktioniert das? Also wir haben hier die sogenannten Barrieren und eine Reihe von Sources und Operatoren und Sinks. Und wenn sozusagen ein Snapshot erzeugt werden kann, dann fangen die Sources an, sogenannte Barrieren durch diesen Datenflussgraph zu schieben. Und immer wenn, also das muss man sich zeitversetzt vorstellen, wenn jetzt so eine Barriere hier wandert von der Source zu dem Operator und der Operator diese Barriere empfängt, dann sichert er quasi seinen Zustand und schickt die Barriere weiter. Und das geschieht so lange, bis die Barriere an einem Sink angekommen ist. Und dann weiß der Jobmanager, also der Master, dann, dass dieser Zustand des Systems erfolgreich abgebildet wurde, also der Snapshot erstellt wurde. Genau, und das, ja? Ja. Ja. Mhm. Das gilt momentan nur für den Zustand der Operatoren in einem Streaming-Programm. Weil, wenn man Gigabytes an Daten immer checkpointen würde, das wäre zu langsam. Aber wir haben auch sehr bald noch in dem 0.10er-Release, was kommt, haben wir Support für das Caching von so Intermediate Results von einem Operator im Falle von Batch. Also wenn da was abschmiert, dann muss man nicht wieder alles neu berechnen. Dann.
Genau, aber das Checkpointing ist in unseren Benchmarks sehr effizient gewesen. Wir haben zum Beispiel ein Grep, also eine Textdatei nach Begriffen durchsucht, beziehungsweise es war jetzt ein Stream. Und die Performance für den Throughput war im Vergleich zu Storm sehr, sehr viel besser. Also wir haben hier mit Flink, mit eben ohne Fault-Tolerance, haben wir knapp 175 Millionen Events pro Sekunde. Mit dem Checkpointing alle 5 Sekunden eben ein bisschen weniger, aber der Overhead ist relativ gering. Wohingegen Storm, selbst ohne aktivierte Fault-Tolerance, einen sehr wesentlich geringeren Durchsatz hat, mit Fault-Tolerance sogar ja, nur noch sehr, sehr wenig. Mit Trident, das ist so eine Erweiterung für Storm, auch nicht viel mehr, ja? Ja. Ja, also, okay, der Vergleich ist, dass wir hier eine Fehlertoleranz haben, eine Exactly Once Garantie in diesem Falle, die natürlich anders funktioniert. Das ist immer das Problem, wenn man natürlich Systeme vergleicht, dass die nicht exakt gleich sind, nicht ganz die gleichen Annahmen haben. In Storm haben wir natürlich ein ganz anderes Modell, eine viel aufwendigere Per-Record-Basis im Snapshotting, was man ja nicht unbedingt braucht. Das ist eben in Flink, haben wir da einen Kompromisseingang, um eben auch noch den Throughput hochzuhalten. Naja, die Berechnung erfolgt ja in Realtime. Dann verliert man 5 Sekunden, ja. Aber das Tolle an dem System ist, dass man das anpassen kann. Also Sie könnten auch hingehen und sagen, ich möchte jede Sekunde. Oder auch 500 Millisekunden wäre auch noch möglich. Ist ja vielleicht der Benchmark ein bisschen biased, wenn man auf Realtime aus ist, aber das ist ja nicht immer der Anwendungsfall. Dann haben wir uns auch noch angeguckt die Latency. Da sieht es zum Beispiel ein bisschen anders aus, weil eben Storm ein Realtime-System ist. Wir haben hier mit at least once in Storm haben wir eben schon wesentlich geringere Latenzen. Hier ist der E-Median. Da sind wir in Flink bei, das ist jetzt so ein Stream-Record-Grouping, wo wir im Grunde nur eine Repartitionierung vornehmen von Records, die reinkommen. Ja, da haben wir halt irgendwie ungefähr 25 Millisekunden, aber maximal im Grunde ja 50 Millisekunden, was vielleicht für extrem Realtime-Anwendungen, für Börsentransaktionen oder sowas zu lange ist, aber ich würde behaupten, für die meisten Anwendungen absolut ausreichend und deutlich besser als andere Streaming-Systeme. Ja, also wir haben relativ geringe Latenz durch das Pipelining, auch wenn das Checkpointing natürlich ein bisschen die Latenz erhöht, dann haben wir exactly once, sehr hohen Throughput. Und das Ganze ist relativ gut anpassbar, weil eben dieser Checkpointing-Intervall beliebig eingestellt werden kann. Ja, so viel zum Streaming. Und jetzt möchte ich noch ein paar Batch-Features herausheben. Flink kann ja auch sehr gut Batch. Und einer der Gründe ist, dass wir unser Memory selber managen. Das heißt, wir sind nicht abhängig von dem Garbage Collector, weil es ja in Java implementiert ist, oder weniger abhängig, sagen wir so. Und das machen wir, indem wir
wenn so ein Worker, so ein Task Manager startet, dann baut er natürlich erstmal seine eigenen Datenstrukturen auf. Und aber einen großen Teil, das kann man natürlich auch einstellen, des Speichers wird halt quasi erstmal reserviert von Flink. Und auf diesem Speicher führen wir unser eigenes Sorting, unsere eigenen Hash-Table-Implementationen durch, sodass wir niemals abhängig sind vom Heap-Speicher der JVM, weil wir können ja zum Beispiel, wenn wir einen Sort durchführen, plötzlich uns der Speicher ausgehen und dann kriegen wir wie in anderen Systemen häufig Out-of-Memory-Exceptions. Das kann uns nicht passieren, weil wir quasi wissen, wie viel Speicher haben wir noch und jedes einzelne Segment hier muss sich quasi unser System erstmal reservieren, bevor da irgendeine Berechnung durchgeführt werden kann. Und klar haben wir natürlich auch noch Heap-Speicher für User-Code in den Operationen. Also deswegen, klar, kann man auch in Out-of-Memory-Exceptions laufen, aber es ist schon deutlich schwerer mit Flink. Also wenn man zum Beispiel selber hier zu viele Objekte anlegt. Dann hier nochmal ein bisschen mehr im Detail. Also was passiert, wenn wir hier ein Objekt haben und das durch Flink geht, ist, dass es serialisiert wird und in eins dieser Memory-Segmente gepackt wird oder in mehrere. Und dann können wir eben, je nachdem, wie viel Speicher wir haben, entweder alles im Managed Memory, im RAM durchführen, oder wir können eben auch destage, also ins lokale Dateisystem Segmente auslagern, damit wir eben dann unsere Algorithmen noch durchführen können, ohne dass wir an einer Out-of-Memory-Exception sterben oder der User irgendwelche Konfigurationen vornehmen muss. Und das Ganze geht dann auch wieder zurück natürlich. Genau, und das Tolle ist, dass wir teilweise Operationen so direkt auf diesen Memory-Segmenten durchführen können, ohne dass, dass die Deserialisierung erfolgen muss. Das Ganze haben wir auch mal in einem Blogpost performancemäßig durchgetestet und haben hier zum Beispiel einen Hash-Join getestet, wo wir die Bildzeit, das muss man nicht unbedingt wissen, aber das sind Implementationsdetails, aber wir haben halt die beiden Seiten, die beim Join miteinander verbunden werden, haben wir hier die eine Seite davon erhöht, haben gesehen, sobald der Speicher ausläuft, weil wir keinen RAM mehr haben, ist die Execution Time natürlich ein bisschen höher als zwischen diesen einzelnen im Speicher, also einzelnen Erhöhungen von der einen Seite im Speicher, aber trotzdem können wir den Job ausführen und kriegen am Ende ein Ergebnis. Dann gibt es den Optimizer fürs Batch Processing und der versucht eben, wenn man in der API ein Programm schreibt, möglichst gute Ausführungsstrategie zu finden. Also hier zum Beispiel ist es ein und dasselbe Programm ursprünglich gewesen, aber hier hat zum Beispiel Optimizer dann sich entschlossen, bei so einem Join dann die eine Seite direkt zu broadcasten und hier wird ein Hash-Partition durchgeführt. Das sind Details, die man nicht kennen muss, aber das ist sowas Ähnliches wie es auch Datenbanken traditionell durchführen, so eine Query Optimization. Und das ist auch in Flink eingebaut. Zurzeit nur im Batch Processing, weil es da am meisten Sinn macht. Dann haben wir die Möglichkeit, wie ich schon erwähnte, Programme nativ, iterativ auszuführen. Also das sieht dann so aus, dass wir hier so einen Datenfluss haben und Daten werden halt zurückgeleitet an einen vorigen Operator. Da haben wir einmal die normalen Iterationen und die Data-Iterationen. Mit den Data-Iterationen können wir sogar nur Werte neu berechnen, die unter einem bestimmten
und ein bestimmtes Delta fallen, also die quasi nicht mehr eigentlich mehr verbessert werden müssen. Das ist sozusagen ein bisschen approximativ, aber für viele Algorithmen ist das wünschenswert und verbessert eben die Ausführungszeit. Das benutzt, wird sehr viel benutzt in der Machine Learning Library. Dort gibt es eben für die, gibt es die gängigen oder einige gängige Algorithmen, Support Vector Machines, Lineare Regression, ALS, gibt es auch einen Blogpost über Experimente, die mit ALS gemacht haben auf dem Data Artisan Blog. Ja, wenn man Scikit-Learn kennt, dann sieht das relativ ähnlich aus. Das ist eigentlich eine ganz nette Methode, wie man Programme schreiben kann, Machine Learning Programme. Dann gibt es noch die Graph Library, die Jelly heißt. Da sind auch wieder, wenn man sich mit Graph Processing auskennt, bekannte Algorithmen drin, die wächst auch zurzeit ganz schnell. Und letztendlich, was man da bekommt, ist, dass man quasi eine API hat, mit der man im Grunde Flink-Programme schreibt, aber eben auch Knoten und Kanten, wie man es auf Graph Processing kommt, kennt, zur Verfügung hat. Also neue Algorithmen damit auch schreiben kann oder bestehende. Ja, das war, ist noch ein Experiment, was wir durchgeführt haben, auf, kann man wie gesagt auf dem Data Artisans Blog lesen. Da haben wir eine Matrix-Faktorisierung durchgeführt mit insgesamt 28 Milliarden Rating-Einträgen und haben halt eine sehr, sehr schöne Skalierung erzeugen können. Also ja, kann man hier sehr schön sehen, kann man nachlesen, wenn man interessiert ist. Mir läuft jetzt ein bisschen die Zeit aus, glaube ich. Deswegen schließe ich noch kurz. Also Apache Flink, im Kern ein Stream-Processor, aber eben noch viel mehr, ein riesen Framework, mit dem man alles Mögliche implementieren kann. Wir haben Low Latency, auch wenn nicht Ultra Low Latency, aber sehr High in Throughput. Wir sind fault tolerant, auch jetzt neu mit, auch der Master ist jetzt High Available, wie man das aus Hadoop auch kennt. Wir haben eben die Libraries, die sehr einfach zu bedienen sind im Vergleich zu Hadoop oder anderen Systemen wie Cascading oder so. Wir haben eine sehr, sehr, sehr aktive Community und ich glaube, kein anderes System kann Streaming und Batch so gut wie Apache Flink. Danke sehr.